Dies ist eine ganz besondere Eröffnung in der Geschichte von RAI Magnesita. Mit 50 Millionen Euro war und ist dieses Projekt eins der größten in der Geschichte unserer Firma. Und das, meine Damen und Herren, ist österreichische Qualität und eine österreichische Glanzleistung. Wir schaffen mit unserem Dolomite Resource Center die Rohstoffversorgung für Gesamteuropa. Wir haben hier einen Bergbaustandort geschaffen, wo wir bis zu 200.000 Tonnen an Rohstoff abbauen, den dann in unserer Hütte, in unserer Sinterfabrik, im Drehrohrofen zu hochwertigem Dolomit-Rohstoff für die Feuerfestindustrie umwandeln. Das ist absolut ein Highlight, weil wir haben das Projekt gestartet 6 Wochen, bevor die Corona-Pandemie losging. Wir mussten hier mehrfach die Baustelle stilllegen, alle nach Hause schicken, dass wir dann trotz all dieser Schwierigkeiten das Projekt hier im budgetierten Kostenrahmen und im Zeitrahmen abgeliefert haben. Das ist eine ganz tolle Leistung hier vom Team, da bin ich echt stolz drauf. Für uns war es schön, dass wir vom Vorstand, vom Aufsichtsrat das Vertrauen bekommen haben. War sehr intensiv, das zu managen, aber mit dem Team ist es gelungen. Und jetzt freut es uns natürlich jetzt nach 2 Jahren Bauzeit, dass wir diese schöne Anlage dann auch in Betrieb sehen können. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich an mein Projektteam, an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken, die wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben und dieses Projekt wirklich zu einem vollen Erfolg gemacht haben und das perfekt umgesetzt haben. Vielen Dank an euch alle.